Letzte Spur Berlin. Am 3. März startet die 6. Staffel dieser erfolgreichen Serie. Mhm. Worauf können die Zuschauer sich freuen? Was gibt es für spannende Geschichten? Es fängt an mit einer Doppelfolge, die in ein spannendes Mafia-Umfeld führt. Es gibt viele verschiedene Geschichten über Berlin, die sehr spannend sind und sehr unterschiedlich auch. Aber was ja diese Serie besonders auch ausmacht, sind die privaten Handlungsstränge der Ermittler. Und die sind jetzt so, dass in 3 Folgen immer eine Ermittlerfigur besonders beleuchtet wird. Und das zieht sich also durch die ganze Staffel so durch. Und die sind sehr spannend dieses Jahr. Und vor allem gibt es einen enormen Höhepunkt nochmal am Ende der Staffel und einen richtigen Cliffhanger. Denn Radek gerät in eine Situation, die existenziell ist und wo man am Ende nicht mehr weiß, wie er jetzt eigentlich weitermachen kann. Also muss der Zuschauer dann noch ein Jahr warten auf die Auflösung? Ja, naja, nee, aufgelöst ist, der Fall ist zu Ende, aber die Ermittler, unter anderem auch eben, also unter ihnen auch Radek, geraten in Konflikt mit ihrer eigenen Rolle, mit ihrem eigenen, mit ihrem Job und mit ihrer Funktion. Man ist ja als Polizist auch Mensch und muss unter Umständen abwägen, welches Interesse jetzt bedient werden muss. Seit letztem Jahr hat Radek eine neue Kollegin, die Kriminalkommissarin Lucy Elbe, dargestellt von Josephine Busch. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ja, ja, Josephine ist einfach eine wahre Wonne und sie ist sehr lustig und sehr stark eins mit ihrer Figur, Lucy Elbe, das Neuköllner Gewächs. Und es ist, also sie erhält unsere Tage. 3 der Kommissare sind in anderer Funktion auch Musiker, wenn sie nicht Kommissare sind. Mhm. Welche große Gemeinsamkeit gibt es zwischen ihnen? Wird es vielleicht auch mal ein Projekt geben? Das wäre theoretisch natürlich möglich, aber praktisch ist es so, wenn wir schon ein halbes Jahr miteinander verbringen, dann glaube ich, ist jeder auch froh, wenn er mal ein halbes Jahr lang was anderes machen kann. Also nicht, weil wir genug voneinander hätten, sondern einfach, weil wir auch sehr unterschiedliche Sachen machen. Josephine macht ihre Musicals und macht ihre Solo-Karriere. Jasmin macht jetzt hauptsächlich Jazz und ich habe eine A Cappella-Gruppe. Das sind 3 sehr unterschiedliche Richtungen. Was uns aber vereint, ist natürlich, wenn man musikalisch unterwegs ist, hat man auch ein gewisses Rhythmusgefühl und vielleicht auch einen Bewegungsdrang. Also wir reagieren alle unterschiedlich auf Stress. Ich zum Beispiel fange immer, wenn ich mich langweile, an zu steppen. Sie sind auch Mitglied der Schauspielergewerkschaft und nicht nur einfach Mitglied, sondern auch im Vorstand. Wie genau muss man sich die Arbeit vorstellen? Und wie wichtig ist sie Ihnen? Also sie ist unschätzbar wichtig. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Ich habe den Verband ja mitgegründet mit 6 Kollegen. Wir waren zu 7, jetzt sind wir über 3.000 oder knapp 3.000. In der Zeit hat sich unwahrscheinlich viel getan, sehr viel verändert. Aber noch mehr ist zu tun. Die Arbeit, ja, die sieht im Prinzip, mache ich das nebenher. Nachts in den Drehpausen, wenn ich mal Zeit habe, wir machen jede Woche eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand. Es gibt vierteljährlich Vorstandssitzungen. Wir telefonieren nahezu täglich, schreiben E-Mails, haben ein Portal, auf dem wir unsere Projekte bearbeiten können. Bereiten den Deutschen Schauspielerpreis vor. Das ist viel, die Arbeit muss man sich so vorstellen, es ist viel Kommunikation und viele Entscheidungen, die man treffen muss, die man abstimmen muss. Und man muss sich natürlich beraten, wie man proaktiv vorgeht, welche Themen jetzt Priorität haben, wie man die lanciert in der Politik. Also viele Treffen mit Politikern kommen auch nochmal dazu. Und natürlich auch das Anwesensein auf Events, wo man sich zeigen muss, wo man mit Leuten reden muss. Es ist im Prinzip ein Politikeralltag, den wir da führen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für andere Projekte, Theater oder sowas?
Ja, wenn ich nicht drehe, könnte ich auch Theater spielen. Und das habe ich ja auch vorletztes Jahr gemacht. Letztes Jahr war es mir dann zu viel, ehrlich gesagt. Da habe ich ein bisschen mehr Erholung gebraucht. Dieses Jahr mache ich mache jetzt als nächstes ein Hörbuch, die Auferstehung von Karl-Heinz Ott, Literatur, worauf ich mich sehr freue, mal richtige Literatur zu lesen. Und danach mache ich eine Tournee mit meiner A Cappella-Gruppe im März, 8. bis 18. März. Die Klangrazzia, mit meinem Bruder zusammen, der Kabarettist ist, und mit meiner A Cappella-Gruppe. Also wenn es nacheinander passiert, dann kann man das auch alles miteinander vereinbaren. Aber man muss gut organisieren. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit, auch mit der Gewerkschaft, und dass Sie noch viel durchsetzen können für die Schauspieler und viel erreichen können. Vielen Dank.